Emil Waldmann, 1925 in Friedberg, widmete er sich nach dem Krieg hauptsächlich der Ölmalerei, später Tempera und Acryltechniken. Sein heutiges Tätigkeitsfeld besteht ausschließlich in der Aquarellmalerei, die er seit nunmehr 25 Jahren intensiv und mit großer künstlerischer Gestaltungskraft unter Anwendung der verschiedensten von ihm entwickelten Techniken betreibt. Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler hat er seit 1962 Ausstellungen in Augsburg, Deutschland, Europa und Übersee gehalten. Besonders zu erwähnen sind die Ausstellungen des Fontane-Zyklus in den neuen Bundesländern. Emil Waldmann hält ferner ständig Seminare über Aquarellmalerei und wird im Anschluss einige ihm wichtige Dinge am Beispiel seiner Werke erläutern. Was mir am Aquarell Spaß gemacht hat und was mich festgehalten hat, ist, ich muss sagen, der hohe Anspruch, der an ein gutes Aquarell gestellt wird. Nämlich, man muss sehr rasch arbeiten, die Farben trocknen ja auf, man muss sehr sicher arbeiten, man kann nachher nichts mehr verbessern. Wo blau ist, kann ich nicht mehr weiß lassen. Das Weiß ist ja das Wichtige. Ich kann aber auch nicht viel überlegen, wo lasse ich jetzt weiß, das muss automatisch gehen. Und dieses schnelle, sichere, flotte Arbeiten hat mich fasziniert. Und ich habe natürlich auch meinen Zoll bezahlen müssen. Ich habe immer wieder mal Bilder, wo ich gesagt habe, ach, hättest du es lieber nicht gemacht, hättest du die Farbe nicht genommen oder hättest du es lieber freigelassen. Das ist alles eine Entwicklungssache. Aber das gehört eben einfach auch zum Spaß. Dann auch die verschiedenen Materialien natürlich, das ist klar. Ich will insgesamt zu dem, der jetzt dieses Video anschaut, ein bisschen was Erläuterndes sagen. Ich verwende sehr wenig Farben, also 4, 5, 6 Farben, mehr verwende ich nicht. Ein Bild wird harmonischer, wenn nicht zu viele Farben, wenn nicht 3 verschiedene oder 4 verschiedene Blaus verwendet werden, dann wird das Bild harmonischer, auch durchs Mischen harmonischer. Wenn also das gleiche Blau, das ganz blank neutral kommt, dann auch mit Gelb vermischt als Grün erscheint, hat es immer diesen kleinen blauen Durchzug und deshalb wird es auch, wenn ich dann auch braun abmische, sind immer dieselben Farben und es wird harmonisch. Ich kann trotzdem kräftige Farben alleine stehen lassen, aber sie müssen sitzen. Ja, zum Aquarell als solches muss ich sagen, Aquarell ist dann schön, wenn es sehr klar ist, wenn es also nicht 4, 5 Mal übereinander gearbeitet ist, was fälschlicherweise leider sehr oft gelehrt sogar wird in Schulen, in Kursen, dass man sagt, mach einen Baum jetzt erstmal, lege ich ganz helles Gelb an, dann ein bisschen dunkler, dann den mittleren Schatten und zuletzt den dunklen Schatten. Das ist meines Erachtens falsch, denn je öfter man über eine Farbe, gerade beim Aquarell, arbeitet, umso schmutziger wird die Farbe. Also ich fange immer bei der dunkelsten Farbe an, nehme die dunkelste Stelle des Baumes oder der Landschaft und arbeite dann nacheinander den Baum heraus. Vom Dunkel ins Hell statt vom Hell ins Dunkel. Das sind so einige Hinweise. Auch wird sehr oft gelehrt, dass das Papier erst einmal nass gemacht wird. Dann soll es ein bisschen angefeuchtet sein. Und dann drauf aquarellieren ist auch nicht richtig. Denn ein Papier, das schon mal mit Wasser bestrichen ist, hat einen Arbeitsgang hinter sich. Mit oder ohne Farbe ist egal. Es hat einen Arbeitsgang und wird nie mehr so richtig stechend weiß, kantig, auch im Kontrast wird es nie mehr so schön, weil es schon einmal eingeweicht oder einen Arbeitsgang hinter sich hat. Wichtig ist das Erfassen des Motives. Ich bin nicht dafür, dass man draußen sitzt und draußen vor dem Objekt oder vor der Landschaft genau das, was man machen will, zeichnet und malt. Es ist alles vorgegeben, das ist wie bei einem Malbüchern, wo schon alles vorgezeichnet ist, du musst nur noch ausmalen. So ist es auch, wenn man draußen im Freien arbeitet. Also nicht draußen sitzen und Farbe für Farbe und Ast für Ast und Haus für Haus mit Fensterläden und Eingangstüren zeichnen, dann muss man es nämlich nur noch ausmalen. Sondern eine ganz grobe, zeige ich auch dann später, eine ganz grobe Skizze machen, je grober umso besser. Und alles andere, Farben und Details, dann später im Atelier oder im Arbeitsraum. Mir geht es also auch so, wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich eine kurze Skizze, ganz kurze Skizze von
irgendeiner netten Ecke, die mir gefällt, eine Kirche mit einem Pfarrhaus. Und wenn ich 50 Meter weitergehe und drehe mich nochmal rum, dann denke ich mir, ach, von der Seite wäre es auch schön gewesen. Da ist es gut, dass ich mich nicht 2 Stunden hingesetzt habe und Aquarell gemacht habe. Da mache ich lieber 6 Skizzen um die ganze Kirche herum und mache sie dann zu Hause, wie es mir gefällt. Also das ist, so ist auch die Arbeitsweise im Koss. Wir gehen raus, machen kurze Skizzen, sehr grob. Und beim Malen, das kann man auch später nochmal, beim Malen ist es auch wichtig, nicht alles auszumalen bis ins Kleinste. Man soll ruhig ein bisschen was offen lassen. Ich sage immer, man muss dem Auge die Möglichkeit geben, noch etwas zu vervollständigen. Es vervollständigt auch. Wenn man eine Andeutung hat, vervollständigt das Auge sowieso den Rest. Und diese Bilder bleiben interessanter. Und ja, das sind so die Malweisen oder die kleine Einführung, die ich zum Aquarell geben möchte. Alles andere dann, wenn ich arbeite und Details zeige. So, fange ich mal mit der Malerei bei ein paar Hinweisen an, die ich vorhin nur angedeutet habe. Das ist ja so meine Palette, wo ich mir meine von den Tuben aus der Aquarellfarbe drauf drücke. Nicht viel, ich habe nur ein paar Farben. Ich habe Ultramarin, Indigo, Cadmium Gelb Hell, Cadmium Rot und Indigo und Krapplack. Also ein paar Farben, ich nehme ab und zu noch Caput Mortuum, weil das ein schönes violettes Braun ist, aber diese 5-6 Farben sind eigentlich alle, die ich verwende. Man sieht es in den Kästen und so weiter. Alles andere ermische ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil es harmonischer wird. Skizzen, ich will mal Skizzen, da habe ich schon mal darauf hingewiesen, das sind Schweizer Kreiden, die ich vor 17 Jahren in der Schweiz entdeckt habe, sind wasserlösliche Kreiden. Alle Motive werden einfach nur schnell skizziert. Nehmen wir an, ich habe hier eine große Fichte, eine kleine Fichte dazu, also alles nur ganz grob skizziert, wegen mir ist dann da nochmal ein Haus oder eine Kirche, könnte auch hier der Kirchturm sein, wegen mir hier so. Das sind also die Skizzen, wie ich sie auch mache, wenn ich unterwegs bin. Einfach Schwarz-Weiß-Skizze, die dann zu Hause verwertet wird. Kann ich das Dach machen, wie ich will, die Kirchturmspitze kann ich machen, wie ich will, kann hier Buschwerk nehmen, kann einen irgendwie da nochmal einen Weg runtergehen lassen zur Kirche hin oder ein Geländer. Irgendwie geht da ein Steg runter, geht, macht hier nochmal einen Weg durch. Also ich muss es nicht farbig machen, wenn ich will, mache ich es etwas. Hat den Vorteil, dass die Farbe sich ja auflöst. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel schon eine fertige kurze Skizze, wie ich es mache, wobei also dann die Tiefen noch verstärkt werden können durch entweder schwarz oder dunkles Blau. Ich mache sehr gern dunkles Blau, das ist jetzt zum Beispiel schwarz. Oder ganz dunkles Blau, also so eine Art Indigo, ja, wo also tiefe Stellen nochmal rausgeholt werden. Wenn ich jetzt arbeiten soll mit Farbe, habe ich verschiedene große Pinsel. Ich habe auch da hinten noch einen ganz großen Pinsel. Da muss man mich den erwähnen. Geht schon? Ja. Ich habe meinen großen Pinsel inzwischen. Das schiebe ich mir immer ein bisschen her beim Arbeiten. Dann bin ich genau daneben. Eigentlich habe ich das da auch immer wieder da. So ein Abstupftücher. So. Also, nehme ich mal mit Blau meinen Himmel. Das ist immer das Erste.
macht überhaupt nichts, das alles ein bisschen lässig angehen zu lassen, auch wenn das da ein bisschen ineinander fließt. Das stört nicht. Wenn es mir zu viel wird, dann nehme ich ein Küchentuch, so ein Papiertuch, stopfe das ein bisschen weg, damit es nicht noch weiter hineinfließt. Und ansonsten, wie gesagt, arbeitet man immer möglichst ein bisschen auftrocknen lassen und dann weiter. Wie jetzt da würde ich als nächstes mal gleich mit den Schatten beginnen. Die ich ziemlich intensiv mache. Ich auch da oben. Da entscheidet man sich dann immer, von welcher Seite der Schatten kommt. Welche Linien kann man auch mal brechen. Was ich auch ganz gerne mache, dass ich mehrere Farben auf dem Pinsel nehme. Zum Beispiel gelb und dunkel und blau dazu. Und legen wir auch noch einmal ein bisschen Rot dazu. Es gibt mehrere Farben. Wie ich dann immer sage, und so weiter, das ist so ein Ausspruch von mir, und so weiter, heißt, den Rest kann man sich denken, dass das da eine Wiese sein soll, die dahergeht. Wenn man mal die Andeutung gemacht hat, braucht es das andere nicht mehr. Wenn mir ist da vorne dann noch ein Acker dran, dann deute ich es in Braun irgendwie an. Dann weiß man, aha, das da hinten ist dann Acker. Um die große Fichte, nicht wie ein Christbaum so hin und her und so, sondern nur ein bisschen andeuten. Es gibt dann schon eine Fichte und was für eine lässige Fichte. Und da können wir auch mal kleine Bretter stehen oder irgend sowas. Pinsel immer wieder sauber machen. Dann noch einmal Dach da ein bisschen. Und da verruhige mal was. Riskieren, dass man sagt, so jetzt soll ich da mal ein Schattenloch reinmachen. Das gibt sich. Das ist das, was ich sage, dass man sehr rasch arbeiten muss. Wie gesagt, man kann auch mit Kreide noch nachträglich arbeiten, ins Nasse hinein. Nicht zu viel, sonst wird der Matz gestrichen. So, das reicht schon in etwa. Und man kann das noch weiter ausweiten hier mit vielleicht mal noch einem einzigen Fenster für die Kirche. Das kann man, aber nicht zu viel. So. Das könnte man später noch ein bisschen gelb machen, wenn es ganz trocken ist, das so altgelb. Wir haben jetzt ja das Foto, das Originalfoto gesehen von diesem Hof in Egenhausen. Ein ganz alter Hof. Dieses schwarz-graue Haus und die kleinen Häuschen und so weiter hat mich halt so sofort
gerissen. Ich habe mir gedacht, also da muss man was draus machen. Aber man sieht, in welcher Schnelligkeit, mit welcher salopper Manier diese Geschichte gemacht ist. Wenn ich in Details zum Beispiel spreche, wichtig ist, dass das große Haus rechts mit dem Baum nicht aufhört. Das sieht dann immer so abgeschnitten aus. Es soll die Landschaft weitergehen. Also auch und so weiter stehen noch weiter Häuser und so weiter. Und deshalb habe ich auch da nochmal so ein Dach dran gesetzt, dass man sieht, es steht in einer Ortschaft drin. Ganz frech finde ich ist das linke Haus, das ganz linke Haus, das da einfach nur ein Dachansatz und ein Schatten und die kleinen Häuschen, diese Holzschuppen oder was das sind in der Mitte, die sind fast nicht zu sehen. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man es. Das ist eigentlich das, finde ich, was ein Bild etwas interessanter macht, wenn man nicht alles auf den ersten Blick erfassen kann, sondern nach und nach und sieht, ach, da ist ja noch ein Häuschen und da ist das noch. Es soll also noch eine Möglichkeit geben, was zu entdecken. Nicht alles fix und fertig hingearbeitet. Das ist jetzt zum Beispiel eine fast Skizze, aus einer sehr groben Skizze, eine ganz schnelles Aquarell gemacht, also eine ganz kurze Skizze, mit wenig Farben, fast schwarz-weiß, aber auch da ist ganz typisch, dass ich mit dem Dunklen zuerst angefangen habe, also erst steht das Indigo und aus diesem Indigo wird dann das Rot, Braun und Grün heraus gearbeitet. Und das Weiß bleibt stehen. Es darf auch ruhig mal das Weiße stehen bleiben, ganz hart am Ufer, schwarz-weiß, stehen bleiben. Es gibt mehr Licht. Also überhaupt, wenn man das Bild anschaut, macht es den Eindruck eines sehr frischen, fast schwarz-weiß Bildes, aber sehr flott gemacht. Und der Vordergrund ist wieder ein typischer Vordergrund, wo man sagt, ja, und so weiter. Also der Hang und so weiter, da können also Büschel stehen, da können kleine Ästchen stehen, vielleicht auch noch ein kleines Bäumchen stehen, Wiese sein, das kann Erde sein, also das heißt und so weiter, man kann sich es selbst vervollständigen. Aber der Grundstock ist da, nämlich das Buschwerk, der Blick dahinter zu dem Hang, der sehr dunkel bis ins Wasser geht. Das ist jetzt genau die Ecke am Weiher unten, die wir aufgenommen haben als Originalbild. Ist umgesetzt, der rechte, man sieht rechts vorne diese Schilfwand und dahinter Buschwerk, Baumwerk und so weiter. Es ist ganz interessant, dass keines dieser Details ausgearbeitet ist, weder ein Baum, ein Busch noch dieses Schilfgras, aber der Gesamteindruck ist diese kleine Uferpartie am Weiher. Diese linke Flucht geht natürlich weiter bis zu einem anderen Ufer. Das ist dann diese Ecke zum Beispiel. In einer anderen Farbstellung, aber ist der gleiche See, der gleiche Weiher, geht es links weiter in eine Ecke rein, die auch wieder
mit Buschwerk bewachsen ist, Schilf. Und diese Ecke alleine, die habe ich auch noch einmal gemacht, und zwar in ganz abstrakter Form, weil jeder, der im Kurs war, hat gesagt, was würdest du jetzt noch abstrakter machen? Nun ist es meines Erachtens schon etwas abstrakt gebracht, in kräftigen Farben, aber man kann es noch etwas mehr zuspitzen. Das zeige ich Ihnen jetzt. So, während wir die Aufnahmen machen, fängt es bei mir im Atelier hier, fängt es draußen das Regnen an, und Sie hören, wenn Sie genau hinhören, die Regentropfen auf der Scheibe über mir, aber das soll Sie nicht stören. Dieses Bild hier ist noch einmal die gleiche Ecke nach links, aber in noch abstrakterer Form dargestellt. Man sieht wieder links vorne das Schilf, die große Baumgruppe, die ich mal mächtig in Blau gehalten habe, spar mir dann den Himmel, den kann man sich auch wieder dazu denken, und rechts ein buntes Buschwerk mit irgendeiner Tiefe drin, die einfach nur mit einem einzigen Pinselsatz dargestellt wird. Genauso in der gleichen Art ist dann dieses. Wir sehen, dass auch da mit vielen Farben gearbeitet ist, aber einfach willkürlich drauf. Insgesamt gibt es ein frisches, flottes, nein, will er mal sagen, eine Impression, eine Empfindung. Nicht keine Detailzeichnung, sondern eine Empfindung. Hier ist vielleicht ganz interessant, da habe ich mal eine Kreide genommen, die man sonst verpönt. Das heißt, eine Kreide, die man eigentlich nicht verwendet oder verwenden kann, glaubt, sie nicht verwenden zu können. Dieses fast giftig aussehende Violette Rot. Ich wollte einfach einmal, weil die ganzen alten Ziegel dort in Brandenburg, in dem alten Dorf, es war alles so rotbraun und so verwittert, und ich habe also dann extra mal diese giftige Kreide verwendet, skizziert und dann sehr salopp drauf aquarelliert. Und ich finde, gerade wo das Aquarell mit der Kreide zusammenkommt, da gibt es einen so interessanten Verfluss, so ein Zwischending zwischen Rot und Grün und Braun, für das eine oder andere Motiv, also ein toller Hinweis, mal, man darf ruhig auch mal eine etwas kräftige Kreide nehmen, die sonst alleine ein bisschen giftig wirkt, aber man muss sich dann insgesamt geschlossen danach richten. Dann gibt es eigentlich eine schöne, harmonische Geschichte. Ein bisschen Kess, diese Farbe, aber ich finde es ganz lustig. Die Augsburger Allgemeine schreibt zu Waldmanns Arbeiten anlässlich einer Ausstellung: In ihrer Stimmung sehr interessant ist das Blatt Dorfstraße. Das Gewitter ist abgezogen, die Häuserzeile leuchtet in lehmigem Ockerbraun, ziegelrot schimmern die Dächer, Schlagschatten fließen über die Straße, die Allee hinten liegt noch im Dämmer der Unwetterwolken. Ein Farbfeuerwerk findet auf den Dünen von Usedom statt. Aus grau-violettem Sandgrund blitzen rosarote, gelbe, grüne, preußisch-blaue und ockerfarbene Blüten in heiterem Gewirr aus Buschwerk und Gräsern. Waldmann hat dafür ein Auge.